Manuel Andrack mit Bremer Hafenflagge, dahinter der Oberbürgermeister und dann noch zahlreiche Soldaten. Ein Aufzug, der bei vielen Bremerhavenern für Stirnrunzeln sorgt. Aber das ist schnell erklärt. Soldaten und Reservisten haben diesen Wanderweg für Bremerhaven ausgetüftelt. Thema: Marinestadt Bremerhaven. In dieser Gesellschaft fühlt sich Manuel Andrack sicher. Also wenn Saarländer alleine in Bremerhaven unterwegs sind, brauchen die irgendwie ein Bataillon auch noch als Begleitschutz. Ja. Luftaufklärung auch? Nee, ist heute abbestellt. Berühmt geworden ist Andrack als Sidekick von Talkshow-Legende Harald Schmidt. Mittlerweile ist er aber durch seine Bücher Deutschlands bekanntester Wanderer. Und heute wandert er eben als Werbefigur für den neuen Wanderweg. Mit Soldaten und Reservisten durch die Stadt, kilometerlang. Offenbar ein Klacks. Vor allem, weil das Militär immer wieder für Erklärungen anhält. Unser Wanderführer hat sehr viel zu erzählen. Also es ist oft halt ein mehr Stehen als ein Gehen. Aber ich finde es wahnsinnig abwechslungsreich. Und was mich vor allem begeistert, sind halt irgendwie die Wasserelemente. Ne? Der Weg, hier rosa eingezeichnet, führt durch Innenstadt und Hafenanlagen, über Brücken und Schleusen quer durch die Stadt. 12 Kilometer lang. Die Karte gibt es in der Touristinfo. Der Oberbürgermeister wandert heute nur den ersten Teil mit. Wichtige Termine. Eigentlich ist er gut zu Fuß. Sind Sie froh, dass Sie nicht die ganze Strecke laufen heute? Nein. Ich kann schon doch eine richtig ordentliche Strecke aushalten. Das bringt Freude. Ich wandere sonst auch und gehe auch viel spazieren. Manuel Andrack marschiert tapfer weiter. Kilometer um Kilometer. Für einen, der noch nie in Bremerhaven gewandert ist, hat die Stadt ohne Frage einige hübsche Ausblicke zu bieten. Lediglich die Beschilderung des Weges ist ausbaufähig, schnell übersehen und abgerissen. Vielleicht ein Zeitvertreib für gelangweilte Soldaten? Ich denke, dass auch in Zukunft, wenn jemand diesen Weg geht, immer ein Soldat bereitgestellt wird, um ihn zu begleiten. Ne? Weil das mit der Markierung muss auch ein bisschen optimiert werden. Da gab es irgendwie dann zu oft Schilder, die abgerissen wurden. Spaß beiseite. Im Ziel angekommen ist Manuel Andrack zufrieden mit der Route und Bremerhaven um eine kostenlose Attraktion reicher.